Ich habe wirklich eine Geschlechtskrankheit. Oh. Würdest du... Boah, Digga. Na, was? Was? Tot oder erweicht sein? Stell dich bitte hier drauf. Okay, nein, hier. Ja, warte, wir stellen uns so gegenüber. Stell dich auf die andere Seite. Okay, gut. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Mit dabei ist heute... du dreckiger Junge. Du dreckiger Mann. Ja, komm. Komm. Komm, fall doch runter. Ja, komm, Junge, ja, komm. Ja, ist okay. Baby. Okay, Leute, wir haben etwas Neues für euch heraufbeschworen, Leute. Wir spielen eine wunderschöne Runde von Würdest du eher. Hier steht schon. Willkommen zu Würdest du eher. Wichtig, die Antworten sind von deiner Community und vom Community-Event Discord. Tobias, ich heiße Tobias und Yazaroth haben mir gemeinsam eine richtig schöne Map gebaut. Es geht folgenderweise darum. Komm mal her, Lukas. Wir haben hier immer eine Map gebaut. Hier steht zum Beispiel, würdest du eher einmal Scheiß für den Rest deines Lebens oder explosiven Durchfall haben. Jetzt müssen wir halt gucken, was würde die Community eher sagen, okay? Und da, wo mehr Prozente sind, quasi derjenige kriegt einen Punkt, okay? Wir können direkt mit der ersten Frage anfangen. Es sind 20 Fragen, Lukas. Und ich würde sagen, würdest du eher Scheiß oder für den Rest deines Lebens explosiven Durchfall haben? Ich würde lieber einmal Scheiß. Ja, ja, same, Alter, same. Auf jeden Fall. Definitiv, Digga, definitiv. Und? Richtig geil gebaut, die Map, by the way. Dick Shoutout. Ja, ah, hier. Exklusiv. Du hast explosiven Durchfall. Das wäre voll lost, Junge. Exklusiv oder explosiv? Ja, 90-10 auf jeden Fall. Wir kriegen hier beide einen Punkt. Ganz easy. Okay. Würdest du nie wieder masturbieren oder nie wieder feste Nahrung essen? Boah, Digga, das ist schwer. Nie wieder masturbieren oder nie wieder... Guck mal, hier, dieses kotzende Ding. Wie geil. Nie wieder feste Nahrung essen. Also, ich würde... Okay, sag du's. Ich gehe hier rüber. Nie wieder ich masturbieren. Ich würde auch nie wieder masturbieren. Weil wenn man ehrlich, eine Freundin hat... Ja, eben, man kann auch masturbiert bekommen. Ja, das ist gut, das ist gut. So ist gut. 82-18, Digga. Klares Ding hier auf jeden Fall. Ey, die Map ist mega geil, oder? Ja, ja, ja. Oh, würdest du eher als Fliege wiedergeboren werden oder einfach auf zu existieren, nachdem du gestorben bist. Ich fänd's übel nice, wenn ich eine Fliege wäre. Ja, same eigentlich. Eigentlich same. Ah, wir müssen mal ein paar unterschiedliche Sachen machen. Steht momentan 3 zu 3. Digga, guck mal hier, das Coffin-Meme, Digga. Wie geil. Ach, lol, ich hab's gar nicht gesehen. Ja, die Coffin-Dances. Wie cool, nice. Mann. Richtig nice gemacht. Ja, die Fliege ist klar, Digga. Einmal fliegen können, wie geil. Die Fragen werden aber auch schwieriger. Okay, ja. Oh, so. Okay. Okay, ich lese mal vor. Würdest du eher eine unschuldige Person töten oder 5 Personen, die geringfügige Verbrechen begangen haben? Boah, Digga, okay. Boah. Guck mal hier. Auch das Artwork dazu. Guck mal hier. Und hier sind die Verbrecher drin. Boah, Digga, das ist eine schwierige Frage. Geringfügige Verbrecher. Was heißt das, wenn jemand einen Ladendiebstahl gemacht hat? Boah, ist, ich würde eine Person lieber machen. Ganz ehrlich. Also, Digga, tut mir auch, leid. Ich auch. 5-mal gemordet zu haben. Oha! Hä? Okay. Als ob. Was ist mit meinem Discord los? Chat, seid ihr alright? Würdest du eher mit Schrittgeschwindigkeit fliegen oder mit der Geschwindigkeit von Autos laufen? Schrittgeschwindigkeit fliegen. Mit der Geschwindigkeit von Autos laufen ist zwar cool, ist aber mega anstrengend, glaube ich. Deshalb würde ich eher mit Geschwindigkeit fliegen können. Nee, ich würde laufen können. Hä, das macht vom anstrengend her doch keinen Unterschied. Aber du bist halt viel schneller, wenn ich so nach Köln laufe, eben über die Autobahn, Digga, Abfahrt. Du kannst keine 2,5 Stunden laufen oder eine Stunde. Ich kann das, weil ich verdammt sportlich bin. Aber Schrittgeschwindigkeit, da fliege wenn ich du lieber. Dann irgendwo hinfliegen willst. Da fliege ich lieber. Fliegen ist ein Menschheitstraum, ich sag's dir. Ja, Mann, Bro. Von Köln nach Düsseldorf fliegst du dann. Let's go, Digga. 4 zu 3 für mich. Let's go. Okay, du bist wieder dran. Okay, würdest du jedes Mal, ich liebe Jesus, rufen, wenn du kommst oder ich habe eine Geschlechtskrankheit? Ich gehe mal nach links, Alter. Nee, weil, also ich liebe Jesus halt wirklich, deshalb ist es okay. Ich habe wirklich eine Geschlechtskrankheit. Digga, diese Fragen, Junge, what the fuck? Ja, Digga, 5 zu 3, Lukas. Oh-oh. Es ist voll weird, zu sagen, ich liebe Jesus, Junge. Oh, ich liebe Jesus, ist doch voll geil. Würdest du nie wieder Sex haben oder Bing für den Rest deines Lebens als Suchmaschine benutzen? Vincent Frau, Vincent Alter, Digga. Die fahren Bus. Ich hatte letztes Mal Bing als Suchmaschine, Digga. Es war ätzend, aber ganz ehrlich, lieber nutze ich Bing als... Also, tut mir leid, Digga. Das ist also, ganz klares Ding, Junge. Ganz, ganz klares Ding. Okay. Nur 9%. Okay, Lukas, du bist dran. Okay, würdest du eher jedes Mal, wenn du eine Seite umblätterst, ein Papierschnitt zwischen deinen Fingern... Oh Gott. Digga, das ist Krise. Oh Gott. Oder dir bei jedem Mal... Also, immer wenn du isst, halt dir auf die Zunge beißen. Digga, guck mal hier, wie geil das Artwork hier ist. Hier ist das Papierding und hier ist so eine Frau, die so über die Sabber im Mund sich auf die Zunge beißt. Auf jeden Fall der Papierschnitt. Papierschnitt, auf jeden Fall. Papierschnitt war ganz kurz zwischen den Fingern. Da unten in dieser E-Book, Haut, die E-Book-Reader, analoges Digga, Medium. Oh, Digga, Lukas, du bist so bad. Du bist Du bist so bad. Würdest du eher Dinge real werden lassen, indem du sie zeichnest oder Dinge verschwinden lassen, indem du sie einfach wegradierst? Oh, Dinge real werden lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau male, die sieht ja überhässlich aus, weil ich nicht malen kann, dann bringt mir das ja gar nichts. Das ist aus dieser SpongeBob-Episode.
würde. Radieren, also ich könnte halt einfach Leute wegradieren, die ich nicht mag. Aber nee, lieber was schaffen, auf jeden Fall. Lieber etwas erschaffen. Neu, du kannst alles machen. Ja. Das wäre voll auch krass. Wenn Scheiße wird, ne? Und let's go. Ja, okay. Nice. Würdest du eher Sandpapier statt Toilettenpapier oder Essig statt Augentropfen verwenden? Also durchgehend oder so einmalig? Ja, immer, aber was ist Sandpapier? Also Schmirgelpapier. Ach so, tschüss. Nee, dann auf... Boah, Digga, das ist so schwer. Ganz klar Essig, weil ich benutze nie Augentropfen. Aber mach das nicht blind, das ist halt die Frage. Das ist mir egal, da wird mein Arm noch nicht rund, Digga. Alles klar. Oh, was? Alles klar, okay. Am Punktgestand ändert sich nichts. Würdest du eher auf allen Vieren gehen oder nur wie eine Krabbe seitwärts laufen? Seitwärts. Seitwärts, ganz klar. Was? Wer geht? Ach. Wer, also Discord, tut mir leid. Wer von euch geht denn? Also die Leute, die das bei mir im Discord gesagt haben, die schreiben jetzt mal hier in die Kommentare, ich war's, Digga. Das glaube ich euch nicht. Tut mir leid. Oh. Würdest du? Boah, Digga. Oh, warte mal. Frau Revinzeit. Und Wolf HD. Ach so, warte mal, wir beide. Oh, Digga, nein. Würdest du eher beim Betrügen erwischt werden oder deinen Partner beim Betrügen erwischen? Also ich würde lieber dann erwischt werden, wie ich's mache, anstatt selber. Ja, weil, ist so. Ja, stimmt schon. Du hast schon recht. Ist dir schon mal Was? Doch, es macht doch gar keinen Sinn. Nee, ich kann schon nachvollziehen, weil es dann nicht so schlimm ist, weil man dann selber nichts falsch gemacht hat. Man müsste halt selber erstmal fremd gehen. Das macht schon Sinn. Würdest du eher mit jemandem haben, der die ganze Zeit spricht oder mit jemandem, der die ganze Zeit keinen Ton von sich gibt? Sag was Geiles, halt dein Maul. Ja, auf jeden Fall jemand, der die ganze Zeit am Reden ist, definitiv. Ey, ich sag Stille. Ja, Lukas. Ah, ich sterbe. Ich bin 4 Punkte vorne jetzt. Würdest du eher jedes Jahr als neue zufällige Person aufwachen und die Kontrolle über sie haben oder einmal pro Woche mit einer fremden Person ohne Kontrolle? Würdest du jedes Jahr als... Hey, dann kontrolliere ich lieber eine fremde Person, oder? Boah, nee, schwer. Dann auf jeden Fall eine fremde Person kontrollieren, würde ich sagen. Einmal in der Woche? Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe die falsch gelesen. Ich dachte, man wäre dann, hätte einmal in der Woche die Kontrolle über eine fremde Person, aber das ist gar nicht. Zufällige. So. Nee, dann, du hast ja dann gar keine Kontrolle. Ja. Nee, dann lieber eine zufällige Person einmal im Jahr. Go. Ja, okay, gut. Würdest du eher dauerhaft durstig sein oder dauerhaft Übelkeit verspüren? Real Talk, dauerhaft Übelkeit verspüren, alleine, weil man dann auch nicht so viel isst. Ja, glaube ich auch. Also, ich kann auch essen, wenn mir schlecht ist, muss ich ehrlich sagen. Ist kein Ding für mich. Dauerhaft durstig ist doch schrecklich, wenn du so eine richtig trockene Kehle hast. Ach, Chat, ihr seid lost, lasst es einfach. Würdest du eher in einem Dessous oder einem in der Öffentlichkeit herumlaufen? In Dessous, ganz klares Ding. Nee, ich bin umschnell. Was? Nein, in Dessous. In Dessous, Junge. Egal. Ja, perfekt. Ich bin wieder 4 Punkte vorne. Drauf. Weiter geht's, Lukas. Okay. Würdest du eher immer das Gefühl haben zu niesen oder immer das Gefühl haben, kacken zu müssen? Boah. Ganz nah. Was? Klar, kann man abstellen. Kackgefühl kann man abstellen. Ständig zu niesen ist sau eklig. Easy. Und was? 5 Punkte vorne. Würdest du eher eine Karotte oder eine Gurke sein? Gurke hat mehr Wasser. Ja, Digga, sagen auch alle. Haben auch alle recht mit. Okay. Ja. Würdest du nie wieder etwas essen oder trinken? Tot oder alive sein? Digga, ganz klar nichts mehr essen, Junge. Was ja, ganz klar nichts mehr essen. Nein, nichts. Ganz klar. Okay, wir gucken. Du willst immer sterben? Das hat ein gut aussehender Junge. Und weißt du was? Die Leute haben alle... Die Hey, die haben mich ausgewählt. Nein. Ich hab gewonnen. Ehre. Würdest du eher ein Video mit oder ohne Abmoderation machen? Lukas? Ja, ich mache immer mit Abmoderation. Ja, ich würde sagen ohne. Mit Abmoderation. Okay. Ja, Lukas, normal. Das sind deine Verlierer-Items, das sind meine Gewinner-Items. Ich hab gewonnen. Nein, ich hab deutlich mehr richtig beantwortet als du. Okay. Ja, warte mal, ich habe halt überhaupt kein Leben und ich habe halt auch überhaupt kein, gar nichts, kein Essen. Ey, chill doch, wir kämpfen fair. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe auf jeden Fall Lukas hier komplett lang gemacht, Alter. Ich hatte 4 Herzen oder 5? Ja, easy too hard. Und Leute, das war komplett easy für mich, Leute. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Haut da rein, bis dann. Ciao, ciao.